Guten Morgen, Deutschland. Am frühen Morgen haben wir nun die traurige Gewissheit. Alle sind Gewinner, alle haben verloren. Aber es gab da den einen oder anderen, der hat ein bisschen mehr gewonnen und der hat ein bisschen mehr verloren. Und eins steht auch fest, Sie können jetzt schon wieder schreiben, wie radikal aussichtslos die Lage der AfD ist. Aber sie hat dennoch gewonnen. Und vor allem, sie hat auch einen guten Blick in die Zukunft, liebe Leute. Das ist das, was uns gestern dieses Wahlergebnis gebracht hat. Zuerst einmal, wie immer, natürlich das vorläufige amtliche Endergebnis, präsentiert natürlich vom Öffentlich-Rechtlichen. 40 von 4000 Stimmbezirken fehlen noch, deshalb kommt diese Hochrechnung dem vorläufigen Endergebnis sicherlich sehr nahe. Ich baue auf. Die SPD mit 30,7, AfD 29,4, da hat sich vorne in der Reihung nichts geändert. CDU 12,1, die Grünen jetzt deutlich unter der 5%-Hürde, 4,2. Sie erreichen auch nicht das angestrebte Direktmandat. Die Linken kippen raus mit 3,0, die Freien Wähler kippen raus mit 2,6. BSW 13,4 und unter den anderen 4,6 ist irgendwo die FDP mit unter 1 versteckt. Überraschend. Hier im Landtag in Potsdam sind nur noch 4 statt bisher 6 politische Kräfte vertreten. Die SPD ist stärkste Partei, 32. Die AfD holt die 30, die für die Sperrminorität erforderlich sind. CDU 12, BSW 14. Ja, da würde ich doch sagen, trinken wir erstmal einen Schluck aus der Kaffeetasse. Denn das Wichtigste kam zum Schluss. Herzlichen Glückwunsch, liebe Alternative für Deutschland, zur Sperrminorität in Brandenburg. Es sei denn, da kommt jetzt noch mal ein Softwarefehler, liebe Leute, so wie in Sachsen. Aber Fakt ist, augenblicklich Stand jetzt hat die AfD die Sperrminoritätsklausel, liebe Leute. Und jetzt natürlich zum Schock des Abends. Wie konnte es passieren, dass die Sozialdemokratie sich nochmal gerettet hat? Nein, es war nicht die SPD, die gewonnen hat. Es war auch nicht die SPD, die sich gerettet hat. Es war der Herr Woidke, liebe Leute. Es war der Herr Woidke. Es war ein auf den Herrn Woidke personalisierten, zugeschnittener Wahlkampf. Ohne diese Art von Wahlkampf hätte die SPD gestern niemals gewonnen. Es war absehbar. Jeder, der die Umfrageergebnisse verfolgt hat im Vorfeld der Wahlen, konnte sehen, wie die Wählerwanderung von den Altparteien stattgefunden hat, liebe Leute, hin zur SPD, wie es vom sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer den Aufruf gab, an die CDU-Wähler die SPD zu wählen. Und was ist dadurch passiert für die CDU? Nun ja, die CDU hat sich selbst kastriert, im Grunde genommen. Sie ist nicht mal Zweiter geworden, sie ist nicht mal Dritter geworden. Nein, sie ist Vierter geworden. Mit anderen Worten, das, was ich heute Morgen im Radio als erstes gehört habe, das finde ich schon mal ganz witzig, denn der Herr Woidke, der Ministerpräsident, hat heute Morgen im Radio wohl, oder über das Radio wurde bekannt gegeben, dass man von Seiten der CDU erstmal mit der, von Seiten der SPD erstmal mit der CDU Gespräche führen wird. Die sind, glaube ich, Letzter geworden. Finde ich spannend, finde ich interessant. Aber warum hat denn nun die SPD gewonnen, liebe Leute? Sie haben gewonnen wegen den Aufrufen von den Altparteien, die Konzentrierung der Stimmen auf die SPD einzig zu einem Zweck, nämlich die AfD, einen Sieg der AfD zu verhindern. Und das ist ihnen gelungen. Aber zu welchem Preis, liebe Leute? Zu dem Preis, dass am Abend ARD und ZDF immer noch gehofft und gebetet haben, dass die Grünen doch in den Landtag einziehen. Sie haben uns ja stundenlang die wunderbaren 5% eingeblendet. Und deswegen ist das hier für mich am Anfang des Abends die Szene des Wahlabends. Weil du so ruhig warst und dann löste sich das in riesigem Jubel. Wir haben die Landesvorsitzenden hier, auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, die in Brandenburg ihre politische Heimat, den Landesverband hat, auch der Bundesvorsitzende Omid Nuripur. Sie haben alle erstmal erleichtert gejubelt und die Spitzenkandidatin Antje Töpfer hat danach gesagt, sie ist ganz zuversichtlich, das wird reichen, die Grünen werden einziehen und sie werden auch noch das Direktmandat holen. Also trotz der großen Niederlage ein Sieg auf der ganzen Linie, viel Optimismus hier bei den Grünen.
Denn wir, die wir live waren, Team Heimat Live, wir waren ja gestern Abend live, übrigens vielen Dank, fast 18.000 Zuschauer in der Spitze auf unserem alternativen Kanal, wir kannten die Echtzeitergebnisse. Und die Grünen hatten eigentlich den ganzen Abend überhaupt gar keine Chance reinzukommen bei den Zweitstimmen. Und so kam es auch zum Endergebnis raus. Das große Jammertal der Grünen ist heute Morgen da, liebe Leute. Und zwar in höchster Vollendung, denn wir müssen heute Morgen auch jemandem gratulieren, nämlich der Direktwahlkandidatin der SPD. Die nämlich die Grüne geschlagen hat. Mit anderen Worten, wir erleben heute Morgen die totale Niederlage der Grünen. Die sind richtig unter die Räder gekommen. Und vor allem erleben wir, dass die Grünen-Wähler ihre eigene Partei zugunsten der SPD aus dem Landtag abgeschossen haben. Guckt euch das mal an. Überhaupt, wenn ihr euch das Bild der SPD, der Wählerwanderung anschaut, dann seht ihr, dass alle hingelaufen sind zur SPD. Unglaublich. Also dieser Wahlkampf personalisiert für die SPD hat sich gelohnt. Dann gibt es einen weiteren Punkt, der interessant ist und wo viele von euch heute Morgen natürlich erstmal wieder drauf gucken, die ominöse Briefwahl, liebe Leute. Und da habe ich auch eine interessante Grafik für euch. Schaut euch das mal an. Wir sehen anhand dieser Grafik, dass ca. 50% der Wähler der SPD eine Briefwahl gemacht haben. Und natürlich, gestern Abend schon, ging es dann im Netz los. Also mathematisch ist das gar nicht möglich. Und das ist doch wieder Lug und Betrug. Nein, nein, liebe Leute. Nehmen wir diese Grafik und verbinden sie mit dieser Grafik, liebe Leute. Hier könnt ihr erkennen, wer die SPD gewählt hat. Und die SPD hat letztlich voll gepunktet bei der Altersklasse über 60. Genauer gesagt, und das hat die Welt gestern Abend geschrieben, bei den über 70-Jährigen hat fast jeder zweite die SPD gewählt. Und das sind genau die Menschen, die in der Regel alle Briefwahl machen. Des Weiteren, und das sage ich immer wieder euch lieben Leute, die AfD ruft immer dazu auf, zur Urne zu gehen. Alle Altparteien rufen immer dazu auf, die Briefwahl zu machen. Es ist also kein Wunder und kein Hexenwerk, dass das Briefwahlergebnis der SPD so hoch war, fast es fast 50% war. Und es ist auch kein Hexenwerk, wenn man weiß, wer die Briefwahl zum allergrößten Teil bei der SPD gemacht hat. Was wir also erleben, und das möchte ich nicht respektlos sagen, liebe Leute, ist, dass die über 60-Jährigen, ja, die Rentner, im Grunde genommen dem Herrn Woidke den Sieg gerettet haben. Denn das können wir anhand der Grafiken sehen. Die jüngeren Generationen haben die SPD nicht nach ganz vorne gewählt. Das, summa summarum, ergibt das Endergebnis der SPD an diesem Morgen. Was sehen wir weiter? Wir sehen, dass die CDU sich mit dem Wahlaufruf selbst kastriert hat. Herr Merz dürfte heute Morgen große Kopfschmerzen haben, wenn er wach geworden ist, wenn er das Wahlergebnis sieht. Ihr Spitzenkandidat hat leider keine Chance gehabt, nachdem man sogar aus der eigenen Partei gegen ihn angetreten ist. Sie sind nur Vierte geworden. Die Volkspartei CDU schafft es in Brandenburg gerade mal so eben zweistellig zu werden, auf Deutsch gesagt. Und dann gab es halt noch einen weiteren Loser des gestrigen Abends. Ja, das war kein geringerer wie der Wahlsieger, nämlich der neue und alte Ministerpräsident. Es war spannend in seinem Wahlkreis, in seinem Direktwahlkreis. Den ganzen Abend lag eigentlich der Mann von der AfD vorne. Und ich hatte mich schon fast festgelegt und hat gesagt, bei der Aufholjagd des amtierenden Ministerpräsidenten so in den letzten Metern, da könnte es sein, dass er seinen Wahlkreis tatsächlich doch noch gewinnt. Aber nein, zum Schluss
kam dieses Endergebnis. Sieben. Ganze sieben Stimmen mehr hat der AfD-Kandidat gewonnen. Liebe Leute, auch nochmal herzlichen Glückwunsch an die AfD, die auch den direkten Vergleich gegen den SPD-Ministerpräsidenten, gegen den personalisierten Wahlkampf gewonnen haben. Und nochmal auch die Grünen, nicht nur, dass sie ganz bei den Zweitstimmen rausgeflogen sind, sie haben auch keinen Direktwahlkreis gewonnen. Auch die kleine Hoffnung, dass jemand von den Freien Wählern einen Direktwahlkreis gewinnt, ist nicht eingetreten, liebe Leute. Die Direktwahlkreise wurden gewonnen von der AfD und der SPD und die AfD hat dabei, glaube ich, 25 Direktwahlkreise gewonnen. Also, wir fassen zusammen, die AfD ist eigentlich einer der Gewinner des gestrigen Abends. Ich will nicht sagen, dass es der große Gewinner ist, weil natürlich die SPD gewonnen hat. Aber die AfD hat gewonnen. Sie hat bei der Jugend gewonnen, bei den 16- bis 24-Jährigen, bei den 24- ja, bis 60-Jährigen. Die Zukunft in Brandenburg gehört der AfD, wenn sie es weiterhin richtig macht, liebe Leute. Denn die nächsten Wahlen kommen bestimmt, das steht schon mal fest. Des Weiteren ist auch ein großer Sieg, dass die AfD die Sperrminoritätsklausel gerissen hat. Denn egal, welche Koalition jetzt auf den Weg gebracht wird, rechnerisch wäre es natürlich eine Koalition aus SPD und BSW, also Rot und Links 2.0. Aber so wie es scheint, möchte man ja wirklich versuchen, auf eine Dreierkoalition oder auf eine Minderheitsregierung zu gehen. Sonst würde Herr Woidke nicht jetzt zuerst mal mit der CDU sprechen. Also das wird noch eine richtig spannende Geschichte in Brandenburg mit der Koalition. Und es wird spannend, weil die AfD die Sperrminoritätsklausel hat. Und das heißt, auch das ist ein Sieg. Sie können die Altparteien jetzt die nächsten Jahre vor sich hertreiben. Und im Grunde genommen hat die Demokratie gestern auf der einen Seite verloren. Ja, sie hat verloren, weil man wirklich eine Manipulation begangen hat. Man hat gestern alle vereint auf einen Kandidaten, ganz so wie es bei Bürgermeisterwahlen in den Stichwahlen gemacht wird. Wenn dort in der ersten Runde 5, 6 Kandidaten antreten, 2 übrig bleiben, einer davon ist von der Opposition, von der AfD, dann versammeln sich alle anderen hinter dem Kandidaten, hinter dem Gegner des AfD-Kandidaten. Und das haben wir gestern im großen Stil in Brandenburg gesehen. Eigentlich hat die Demokratie gestern eine volle Breitseite bekommen. Sie hat eigentlich gestern richtig einen drüber gebraten bekommen. Und das ist das Traurige. Aber das Gute ist dennoch, dass die Demokratie gesiegt hat. Denn das werden ganz, ganz viele Menschen sehen. Und vor allem wird es die junge Bevölkerung sehen, wie ihnen hier mitgespielt wurde. Und ja, ich bleibe dabei. Heute Morgen ist ein guter Tag für die Demokratie in Deutschland. Ein guter Tag für die AfD. Und ja, wir schauen mal, wie es läuft. Denn nächste Woche ist, glaube ich, noch eine Wahl. Aber die ist in Österreich. Aber nein, die ist nicht minder interessant, denn in Österreich, liebe Leute, läuft dasselbe Spiel wie hier in Deutschland. Alle gegen die FPÖ, alle gegen Kickl. Und auch nächste Wochenende werden wir wieder live dabei sein, wenn es um die Demokratie geht. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.